Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Moonlighter. Jo, wir sind im letzten Part kläglich bei unserem Dungeon verreckt. Da waren dann doch ein paar Monsterchen zu viel für uns und ja, sind dann hier von unserem Opi da, von dem Operkerl da, gesund gepflegt worden. Oh, um deine Sachen erfolgreich zu verkaufen, bedarf es zweier Dinge. Genau. Nämlich, Moment, ich muss kurz nachdenken. Kenne den Wert und die Nachfrage deines, deines, sondern überhaupt eines Gegenstandes. Genau. Komm schon. Öffne den Laden und lass die Kunden herein. Ja, mach mal. Mir tun die Hüften weh. Und das Kreuz. Und überhaupt alles. Was haben wir denn da platzieren? Ah, können wir auch was platzieren? Wir haben, glaube ich, nichts. Wir sind ja verreckt. Und alles, was wir gefunden haben, ist natürlich weg, ne? Das heißt, wir müssen immer schön brav den Laden öffnen. Okay, also mach mal auf. Laden öffnen. Verlassen. Ich wollte eigentlich öffnen. Geht das? Halten. Ach so. Ah, kling kling. Boah, da kommen sie schon. Grüß euch. Servus. Na? Ja, das will ich haben. Hallöchen. Ich hätte das bitte gern. Okay, ich bin noch neu hier. Also verkaufen. Hast du das gesehen? Der optimale Gesichtsausdruck, ein Smiley. Ja, das bedeutet ein glücklicher Kunde. Vor allem glücklicher Smiley, ja genau, das brauchte man. Es gibt ja traurige auch. Also, ja genau. Der Gegenstand war weder zu teuer noch zu billig. Genau. Achte auf die Gesichter deiner Kunden. So hat dein Großvater immer herausbekommen, ob die Preise stimmen. Genau. Oh, da kommt noch jemand. Hallöchen. Servus, grüß dich. Also, viel Auswahl hat er nicht. Also, echt, also, na, danke, das brauche ich nicht, das Club. Muss ich dir wirklich sagen, dass der Gegenstand zu teuer war? Das war eine wertvolle Lektion, Jungchen. Denk dran, verkaufe beliebte Gegenstände nicht zu oft. Wenn du den Markt überschwemmst, musst du deine Preise senken. Verkaufe teuer, wenn die Nachfrage oben ist und immer in Massen. Sieh in dein Händlernotizbuch. Es enthält alle Infos, ja, über Waren und Artefakte, die du entdeckt hast. Das hatten wir eigentlich schon. Aber ist wurscht. Jawohl. Okay. RT? Hey, wir haben hier sogar was. Schau mal. Okay, das haben wir aber noch nicht gehabt, oder? Kristallin? Oh, doch, sicher haben wir das aufgesammelt. Hey, wir durften die Sachen behalten. Echt? Okay, das freut mich. Also, Golem-Abteilung. Kristalline Energie. Die durch einen Golem fließende Energie scheint bei dessen Zerstörung zu kristallisieren. Ob wir sie nutzen können? Ja, hoffentlich. Ah, das, ich darf nicht weiter? Okay, später. Die Sonne geht unter. Boah, bin ich müde vom Stehen. Es wird Zeit, Jungchen. Ja. Ich geh besser. Den Rest schaffst du sicher allein. Ho, ho, ho. Es liegt an dir, diesen Laden zu alter Größe zurückzuführen. Genau, weil ich scher mir das nimmer mit meinem Alter. Glaub mir, du willst das, du hast das im Blut, Will. Genau. Mach deinen Großvater stolz. Ho, 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 ho. Probier doch in der Zwischenzeit dein neues Schwert aus. Nachts sind Dungeons gefährlich, aber es locken wertvolle Artefakte. Wag dich nur nicht zu weit vor und nutze den Anhänger zum Teufel nochmal. Genau. Ich gehe jetzt Kamillentee trinken. Gute Nacht. Na schön. Okay. Es wird gespeichert. Wie schön. Geh jetzt. Meine alten Knochen müssen ruhen. Jawohl. Auf Deutsch, Gsindel, schleich die. Was? Du bist der Ungustel-Opa. Na, wen haben wir denn da? Hallöchen. Wir sprechen mal mit der Dame. Will! Ich habe dich im Golem-Dungeon gesehen. Irgendwas Mysteriöses gefunden? Na, nur Backelwatschen. Naja. Servus. Redmond. Mesa, mein Sohn. Wenn ich dich finde, dann umarme ich dich und kaufe dir ein Lego-Spielzeug. Ja. Oh, Will. Hast du zufällig Massa irgendwo gesehen? Na? Noch nicht. Wer bist denn du? Ich wollte immer ein Händler werden, aber ich fand nie einen Anhänger. Und die meisten heutigen Anhänger wurden während der ersten Dungeon-Eröffnung gefunden. Seit damals ist es fast unmöglich, neue zu finden.
Oh, der Arme. Lalilalila. Kann man die Kisten zusammenhauen? Ja! Mit dem Besen. Ich sollte eigentlich das Schwert ausprobieren, hat es geheißen, ne? Okay, also Inventar. Hier. Geht das so? War das richtig? Ich hoffe. Ja, jetzt haben wir Schwert ausgerüstet. Okay. Also kann man quasi eine Zweitwaffe mitnehmen. Okay, gut zu wissen. Ah, natürlich, Waffe wechseln ist ja gestanden, ne? Lesen. Was haben wir denn da Schönes? Dungeons. Ja. Okay, da geht nichts. Das dürfte dann auch hier wahrscheinlich mal ein Händler sein. Mal schauen. Ich hoffe, es ist für euch nicht zu finster hier. Ah, schau. Na, echt? Aha. Ich verstecke mich. Oh, cool. Die Wäsche. Man, das riecht gut. So nach Lavendel. Servus. Mauri. Hey, hast du wieder neue Kulturartefakte in den Dungeons gefunden, Will? Faszinierend, dass die Gegenstände aus den Dungeons von vollkommen unterschiedlichen Zivilisationen zu stammen scheinen. Ja, ganz interessant. Dann werden wir das zusammenschlagen. Zack, zack und zack. Da ist nichts erfasst. Zack. Da? Tust du was? Na, nix. Ah, da geht's nicht weiter. Die Steine schauen auch immer sehr verdächtig aus. Vielleicht gibt es irgendwann mal auch eine Spitzhacke. Ich glaube schon, ne? Vielleicht können wir dann Erze abbauen. Schluck. Na, wer bist denn du? Ah, Masa, da ist er. Eine Rotzglocken ist ja typisch. Will, nächstes Mal spielen wir, wenn ich dich besuche. Okay? Ich mach dich auch nicht mit meinem Rotz voll. Versprochen. Ja, danke. Kann man da? Nein, man kann nur was zusammenschlagen, aber sonst nichts. Zack. Da ist nichts. Gibt es hier eigentlich eine zeitliche Begrenzung? Also wird es dann irgendwann selbstständig wieder Tag, wenn man die Nacht nicht nutzt? Die hatten wir schon, ne? Lalilalila. Soweit so gut, scheint alles okay zu sein. Das haben wir noch zusammen. Heureka! Nix. Okay. Ah, da ist noch jemand. Hallo! Na? Rinoka, was für eine Stadt. Ja, die ist hübsch. Na gut, dann versuchen wir nochmal unser Glück, ne? Einen Anhänger nutzen, ich habe keine Ahnung. Ist der auch im Beutel drin? Ach, hier. Das. Händleranhänger. Erlaubt es Händlern, gegen Gold aus Dungeons zurückzukehren. Ich hab kein Gold. Jetzt können wir lesen eigentlich, ne? Okay. Also, die kristalline Energie hatten wir schon, ne? Boah, muss ich jetzt so weit nach oben, oder? Ich hoffe nicht. Fangen wir halt von unten an. Okay. Das hatten wir alles schon. Hier, Glaslinse. Glas, das zu Linsen geformt wurde, um magische Energien zu bündeln. Sehr nützlich bei der Herstellung magischer Waffen. Okay. Wassersphäre. Eine milchig-weiße Sphäre. Oh, das hört sich wieder furchtbar an. Oder ein anderes unbekanntes Material, das Wasser enthält und ein seltsames, irgendwie unheimliches Licht ausstrahlt. Eisenbahn. Eisern und schlicht, aber der Eckpfeiler einer fortgeschrittenen hergestellten Ausrüstung. Schleifstein. Ein einfacher Stein, der von Schmieden verwendet wird, um Waffen zu schärfen. Davon kann man nie genug haben. Wurzel. Die Wurzel einer großen Pflanze, sehr nützlich bei der Herstellung neuer Bögen. Aha. Zahnstein. Schön. Sehr scharfe Steine, die man normalerweise auf dem Körper von Golems findet. Okay. War das schon alles? Ja, nein, vielleicht, hab Angst. War wahrscheinlich schon alles, ne? Gut. 1, 2, 3, 4, 5 Sachen haben wir gelesen. Gut. Schnell ausrüsten.
Aha. Okay. Das wollte ich so nicht. Ich verdrück mich tausendmal. Ich wollte eigentlich diese Sachen in den Beutel schmeißen. Aber vielleicht ist das gar keine so gute Idee. Okay. Gut. Dann schauen wir mal. Was steht denn hier? Lesen. Dungeon-Eingänge. Okay. La 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 la. Hallo. Was haben wir hier? Hm? Wald-Dungeon. Für Helden erlaubter Dungeon. Nicht für Händler empfohlen. Ach so. Aha, ha, ha. Okay, also wir Händler haben einen anderen Eingang. Okay. Was haben wir hier? Tech-Dungeon. Kein Zugang. Schön. Und hier? Halt. Wüsten-Dungeon. Nur für Helden. Okay. Und hier? Golem-Dungeon. Okay, für Helden und Händler erlaubter Dungeon. Okay. Dann gehen wir mal rein, ne? Hilfe, ich wurde verschluckt. Sollen wir schauen, ob wir jetzt besser sind, ne? Ich habe trotzdem keine Ahnung, ob wir diese vielen Monster besiegen können. So. Golem-Dungeon. Okay. Dann versuchen wir unser Glück, ne? Oh! Zack, der ist schon mal kaputt. Zack, na mach. Passt, der ist auch kaputt. Wir haben es gut überstanden. Gut. Wir haben schon ein paar Sachen gesammelt. La 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 la. La 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 la. Ich habe keine Ahnung, welche Richtung richtig ist. Ich schaue mich mal kurz im anderen, da in dem Raum um. Halt, da war was. Hier, zack. Ich mache das immer gern kaputt, weil vielleicht ist da ein seltener Drop drinnen. Aha. Okay, das ist eine Sackgasse. Ich wollte nur mal schauen. Könnte es sein, dass es vielleicht unsichtbare Sachen gibt? Nö, oder? Das ist dann übertrieben, oder? La 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 la. Kommen wir eigentlich wieder zu Fuß raus? Na. Ah, da unten haben wir die Karte eingeblendet. Eine Minikarte. Das ist gut. Aha, da kann man sich schützen, okay. Oh, das Schwert ist gut. Gut Damage. La la la. Gut Damage. So, da, da. Aha, da war mal eine Gebrauchsanweisung scheinbar hier. Na, oder sind das einfach nur solche Zettel? Das könnte auch sein. So, da ist der nächste. Diese Wasserdeppen, ich mag die nicht. Du Saufiech. So. Okay. Okay, mit dem kann man gehen, das ist gut. Ah, okay, es macht trotzdem Damage. Das habe ich nicht gewusst, ich habe keinen Trank. So, hin ist er. Ich bin voll konzentriert, Entschuldigung. Da hinten haben wir noch was. Ich mach's schnell kaputt. Zack. Nix. Okay. Jetzt ist die Frage, rauf oder rüber? Ich würde sagen, zuerst rüber, ha? Huh? Oi. Sehr gut. Passt. Haben wir so ein Gelee gefunden. Das ist super. Da ist noch was zum kaputt machen. So. Jetzt ist die Frage, warte mal kurz. Beutel. Darf ich nicht? Warum darf ich nicht zugreifen? Hä? Wie cool ist denn das? So, Rollen war jetzt hier, ne? Genau. Holika! Das will ich schon gerne mitnehmen, ehrlich gesagt. Da ist sicher, das ist sicher. Oh oh. Da ist jemand verreckt. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Lesen. An jemanden, der hoffentlich mehr Glück hat als ich. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ja, eigentlich gar keine. Das seltsame Wesen auf der anderen Seite des Raums hat mich erwischt.
Im Tumult ist mein Anhänger zerbrochen. Aber ich würde sagen, ich habe ihm ganz schön zugesetzt. Er hat bemerkt, dass ich ihn in der Nähe der Kammer des Wächters beobachtet habe. Auf der Flucht hat er einige Gegenstände verloren. Oje. Einer davon, eine Karte. Ein Diagramm? Was auch immer es ist, ich hatte recht. Sie hielten mich für verrückt. Meinten, ich hätte nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber ich hatte die ganze Zeit recht. Jeder Wächter in jedem Dungeon muss eine Art Schlüssel besitzen. Sie alle sind mit Schlössern an einem großen Tor außerhalb verbunden. Das fünfte Tor von Rynokka. Leider werde ich nicht da sein, wenn es sich öffnet. Wer auch immer mich findet, möge mir den Gestank verzeihen. Mein, sein Blödsinn. Aber das Diagramm muss irgendwo sein. Bitte öffne das fünfte Tor von Rynokka. Diese Dungeons sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Großartig. Aha, da unten. Da unten ist was. Lesen. Boss wird mich tot machen. Sollte alle rauslassen. Jetzt muss ich komische Kreaturen jagen, die mein Zeug... Was? Zeugsens gemobst haben. Oh, oh, oh. Boss wird richtig böse sein. Aha. Okay. Danke. Mit Gold? Aha. Okay, das Gold-Symbol muss voll sein. Dann B mehrmals gedrückt halten und man kommt wieder zurück. Okay. Geht das jetzt schon? Ah ja, aha, da unten blinkt auf. Okay. Also gut. B war jetzt hier. Ah, oben bleiben. Okay. Blup. War das jetzt richtig? Zur Stadt. Ja. Ich hoffe, das war richtig. Achso, das zeigt an, welche Gänge wir kaputt gemacht haben. Zum Schluss. Das würde mich freuen. Und es ist wieder Tag. Alter, wann schläft denn der überhaupt? Der braucht oft Urlaub dann. Oh. Oh. Oh, der Junge. Der junge Eigentümer des Moonlighter ist zurückgekehrt. Ja. Genau. Sieht aus, als kämst du in einem Stück zurück. Ganz im Gegensatz zu mir. Ich musste 5 Schritte gehen. Sag bloß, du hast gelernt, den Anhänger richtig einzusetzen. Es geschehen noch Wunder und Zeichen. Es wurde auch Zeit, Junge. Was hast du denn? Was hast du denn da? Ja, das ist eine Karte der Dungeons. Wo hast du die her? Du hast den alten Pete gefunden. Tot, also. Das erklärt, warum er nicht mehr zum sonntaglichen Tee, Kamillentee trinken gekommen ist. Ja, ja, diese arme Sau. Siehst du, das ist das Schicksal, das dich erwartet. Wenn du denn dem nachjagst, was hinter dem Tor liegt. Ja, ja. Lass einfach die Finger davon, Will. Das ist ungesund. Ja, iss lieber rote Beete. Nimm einfach die Artefakte aus dem Golem-Dungeon und kümmere dich um den Moonlighter. Anderes Thema. Jawohl. Ich brauche Kamillentee. Mein Hals ist trocken. Ja, mir sind einige Aushänge am schwarzen Brett aufgefallen. Mhm. Könnte dich interessieren. Einige Händler wollen wohl ihre Läden da, ne, in Rioka eröffnen. Mhm. Wieder etwas Leben in die Stadt bringen. Ja, wäre nicht schlecht. Vielleicht gibt es dann auch eine hübsche Omi für mich. Offenbar brauchen sie aber zuerst etwas Startkapital. Ja, das zahlst du, hast du verstanden? Vielleicht kannst du ihnen ja aushelfen. Ohne Zinsen natürlich. Bist ja keine Bank. Nun Händler. Es wäre schön, die Stadt wieder so lebendig zu sehen wie früher. Genau. Ich brauche Kamillentee. Ja. Okay. Aha, da unten. Eine Dame will da was, scheinbar. Hallo, guten Morgen. Na, wie geht's? Ich habe kürzlich ein Gerücht gehört, das die Dungeons angeht. Mhm. Es soll nachts leichter sein, ganz bestimmte Artefakte zu erhalten. Mhm. Als wie tagsüber, ja, ja.
Hallöchen, Rinoka ist vielleicht nicht mehr so reich wie früher, aber auch heute noch kaufen die Leute Souvenirs aus dem Golem-Dungeon. Mhm. Mit Glück sogar aus einem der geschlossenen Dungeons. Also das war das schwarze Brett, kein Händler-Dings. Okay. Und wie geht's dir, alter Knabe? Masa, mein Sohn. Wenn ich dich finde, bla bla bla. Ja, er ist da. Ach, Entschuldigung. Also was? Nein! Ah, das habe ich jetzt voll vermasselt. Geht's nochmal? Okay, hör zu. Masa liebt diesen Witz. Wohin geht eine Uhr? Na? Na? Die Brennholz braucht? Na? Na? Hm? Hm? Nein, den Urwald. Verstehst du? Wegen Uhr. Gut aussehend und witzig. Gott, bin ich ein guter Fang. Ja. Ja. Mhm. Ja. Wen haben wir denn da? Hallöchen. Will, ich habe dich im Golem Dungeon gesehen. Na, das Guy wie letztes Mal. Ah, da ist der Kleine. Hallo? Will, nächstes Mal spielen wir. Ja, nein. Wen haben wir da? Oh, ein Held, hä? Hallo. Ryoka, was für eine Stadt. Ja, ich bin He-Man. Hast du wieder Kulturartefakte im Dungeon gefunden, Will? Das hatten wir schon, oder? Mit Zivilisation, ja, ja, genau. Mhm. Nun würde ich sagen... La 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 la. Geh mal zum schwarzen Brett. Servus. Investition, Stadt, Shop, Stadt. Vulkanschmiede. Kriegst du in den Dungeons immer auf die Mütze? Na. Bröselt der Rost von deinen Waffen? Was? Im Tausch gegen die richtigen Materialien und etwas Kleingeld findet mein Hammer und ich eine Lösung. Garantiert handgeschmiedet. Und hier die hölzerne Hut. Der hölzerne Hut. Stößt du mit reiner Muskelkraft in den Dungeons auf deine Grenzen? Die Tränke und Verzauberungen aus meinem hölzernen Hut helfen dir, deine Abenteuer zu einem magischen Ende zu bringen. Mhm, ich kann das. Also insgesamt gibt es 5 Händler. 500. Habe ich so viel Geld? Ich glaube nicht, oder? Dafür reicht das Geld nicht. Opa? Oh Mann, mein Opa hat schon besser da gesehen. Als dein Großvater Moonlight eröffnete, kamen die Leute aus dem ganzen Land. Das war immer ein richtiges Gedränge. Aber heute... Ja, weil du da bist, du bringst nichts zusammen. Du Jungspund, du Dreckiges. Ja, ja, das ist immer so mit den alten Leuten. So, ist hier noch jemand zum Quatschen? Scheint nicht. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir verkaufen unser Zeugs, ne? So, einmal betreten. Ist jetzt zu die Hitten, oder? Ja. So, was haben wir denn hier? Ich möchte gern platzieren. Und zwar, ich würde sagen, Schleifstein. Da haben wir immerhin 10 Stück. Das war wieder verkehrt. Ja, so wollte ich das haben. Dann könnte man auch diesen Zahnstein... Und was hätten wir noch? Was wäre noch nicht schlecht? Achso, da müssen wir noch einen Preis festlegen, oder? Mal 10 ist 100. Das ist gut so? Und da auch? Probieren wir es einfach mal, oder? Weil die zwei Sachen fand man recht leicht. Naja. Schwer, die hatten wir. Den fand man recht leicht, okay. Aber der scheint schon teurer zu sein. Also wertvoller. Ich würde sagen, nehmen wir mal 20, ne? Dann haben wir hier, was ist das denn? Kristalline Energie, genau. Und dann brauchen wir für hier noch was. Ich würde sagen, den Zweig. Da haben wir auch recht viel, oder? Ah, Eisen. Eisen wäre auch nicht schlecht. Nehmen wir Eisen? So, ich muss die Steuern noch gewohnt werden. So, ich würde sagen, machen wir da vielleicht. Wobei von dem Graffel 10, 10 haben wir ein bisschen mehr. Dann machen wir 15, das passt schon so. Machen wir da oben vielleicht auch 15, sind wir ein bisschen gierig. Man kann mit dem Preis immer runtergehen, ne?
So, da haben wir 20 und da 170. Weil der echt schon gierig sein möchte, wirklich. Schauen wir mal, vielleicht geht das ja. Schließen. Super, dann versuchen wir unser Glück. Also. Hallöchen. La 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 la. Hallo, die Herrschaften. Na? Servus. Alles frische Ware, alles frische Ware. Gute Ware, gute Ware. Aha, der schaut schon mal. Und? Ah, der ist traurig, der mag das nicht. Oh, zu teuer. Kann ich das jetzt ändern? Kann ich ändern, ja? Das ist ihm zu teuer. so, vielleicht. Und das ist ihm auch zu teuer. Ich habe keine Ahnung, was das gekostet hat. Na, warte, so. Aber ich würde sagen, ein Stück, ne? Lass mal so. Vielleicht ist es besser. Ja, der mag es. Er mag es, er glänzt, er ist glücklich. Also, Dankeschön. Voll cool. Und? Oh, immer noch zu teuer. Okay, dann tauschen wir das um. Ist immer noch zu teuer. Gut. Machen wir es vielleicht mal mit 15. So. Und da tun wir gleich was Neues hin. Er mag es! Er mag es! Er liebt es, er liebt es, er liebt... Oh boah, der ist wieder. Oh, der eine ist glücklich. Hallo, danke schön. Danke, die Firma dankt. Der mag das nicht, das ist ihm zu teuer. Dann probieren wir es mal mit 10. So, dann hier gehört einmal was Neues hin. Ich würde sagen, der Zweig. Ach, ich versuche mich schon wieder, ne? Also, zack. Schau, schon wieder. Also, zack. So, jetzt. Und hier herüben, was können wir noch verkaufen? Wir können nochmal das Eisen. Ich hätte mir das immer mit das aufschreiben. Ich bin so blöd. Ich muss mir Notizen machen, damit ich weiß, um wie viel Geld ich was verkauft habe, oder? Also, nein! Halt, bevor du was nimmst, das ist ja gratis. So geht's auch wieder nicht. Also, Achso, der automatisch. Ja, ihr nimmt den Preis automatisch, kann das sein? Das würde mich freuen. Da wollen wir so. Ja. So, mal schauen. Ja, er ist glücklich. Vielleicht haben wir ein Schnäppchen gemacht. Vielleicht hätte ich es teurer verkaufen können noch. Dankeschön. Jetzt bin ich gespannt. Und? Noch immer? Das ist zu teuer. Alter, Knauser. Okay. Dann würde ich sagen... einmal Zweig. Aber wir müssen aufpassen, ne? Dass man nicht zu oft... Ach so, stimmt. Wenn man Sachen zu oft hintereinander anbietet, ne? So war das ja. Dann muss man das billiger hergeben, ne? So war das. Oje, oje. Okay. Jetzt noch wieder. So, also hier so das mal. Probieren wir es mal. Das ist ja was Selteneres, ne? Also da würde ich aber schon mal so ein... Ne? Das will ich schon sehen. Das nehmen wir hier raus. Na! Das nehmen wir raus, weil... da kriegen wir kein Geld mehr dafür, ne? Das haben wir zu oft hintereinander angeboten. Da würde ich eher das hier meinen. So. Das wird noch lange dauern bei mir. Und so, ich würde sagen, das ist ja auch eher was Seltenes. Ich würde auch mal mit 50 anfangen. Das Stück. Ja. Schauen wir mal, ob sie zuständig kriegen, die Leute. Na, das ist Wucher. Oh, die eine mag's. Super. Haben wir es zu billig hergegeben, so ein Dreck. So, Dankeschön. Aber der Zweig, das passt überhaupt nicht. Der ist mit dem Zweig, das ist ihm zu teuer. Dann würde ich sagen,
Ja, da ist er glücklich. Die Kasse klingelt, lala, lala, lala. So, mal schauen, er hat erst wieder. Und der Zweig. Ja, auch nicht. Alter, vielleicht sollte ich... Können wir das Ganze nicht irgendwie bunkern? Wahrscheinlich nicht, ne? Vielleicht sollte ich hier auf... Gehen wir mal auf 9. Und hier vielleicht... hoppala, ich wollte sagen 15 vielleicht. Dann hilft dir eh alles nichts, ne? Würde ich sagen, platzieren wir das wieder. So. Na, schon mit den an. So, genau. Mal 10 und was hätten wir noch sonst? Reichhaltige Gelee, aber da will ich auch. Was soll ich denn da verlangen? Boah, der Part ist auch schon mit mehr als Überlänge. Ich glaube so. Probieren wir es mal mit 20. Okay, ihr Lieben, beenden wir den Part und verkaufen im nächsten weiter. Puh, ihr Lieben, Entschuldigung für die Überlänge. Aber das Spiel ist lustig, ich mag solche Sachen. Ich hoffe, euch ist das nicht zu langweilig, aber mir taugt das. Ich mag sowas. Okay, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schauen tut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!